loswerden würde. Kommt, traut euch. Das ist ja, wir sind ja unter uns sozusagen. Ja. Ja, hi. Ich habe jetzt gar nichts vorbereitet, ich weiß gar nicht. Ich bin so froh, dass heute endlich so viele Menschen da sind, dass immer mehr Menschen ihren Mund endlich aufmachen, und möchte schon mal Danke sagen für das, was heute alles hier schon stattgefunden hat. Ich bin wirklich froh, dass es immer mehr werden. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht mehr verstehen, warum die Menschen vorbeilaufen, warum sie das nicht wahrnehmen. Was ist dann los mit euch? Ich verstehe es nicht mehr. Von klein auf anscheinend irgendwie ins Gehirn geschissen gekriegt. Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, wie ich es anders sagen soll. Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Wo ist denn die Menschlichkeit geblieben? Und wenn ich das sagen darf, hier im Saarland, wir haben doch immer gesagt, hier kennt jeder einen, der einen kennt, und wir sind füreinander da. Wo sind wir denn alle? Jeder ist irgendwo am Kämpfen, dass er gerade noch so überlebt, dass er gerade noch so rumkommt, und ist am Jammern. Anstatt den Mund aufzumachen und aufzustehen und endlich dem ein Ende zu setzen, was hier für eine Scheiße läuft, und gemeinsam mit anderen was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Das kann doch nicht so schwer sein. Und dafür brauchen wir keine Experten. Ich schaue schon seit Jahren kein Fernsehen mehr, und das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ich mal irgendwo einen Fernsehbericht sehe und da sitzt dann irgend so jemand mit der Krawatte, der Experte, da könnte ich könnte gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Ich kann dann nicht mehr verstehen, dass die Leute dem nachlaufen, dass sie sich jeden Tag den Mist reinziehen, jeden Tag Mist kaufen. Womit füllt ihr denn euer Leben? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Und vor allen Dingen kann ich nicht mehr verstehen, wo das Mitgefühl hingegangen ist. Steht mit in der Bilanz. Mit Mitgefühl kann man kein Geld verdienen, aber wir sind doch menschliche Wesen. Schaut doch mal hin, schaut nach Ukraine, schaut nach Gaza, wie die Kinder zerfetzt werden von Bomben, von unseren Steuergeldern. Das kann doch nicht sein. Werdet doch endlich mal wach, Leute. Mehr kann ich heute nicht mehr sagen. Danke, Stefan, so emotional kenne ich dich gar nicht. Richtig so. Also ich wäre froh, wenn auch einige auch den Mut hätten, noch ein bisschen was loszuwerden. Denn ich sag's mal ganz offen raus, wenn einige Leute mehr sich entscheiden, hier was zu sagen und den Vorreiter geben und auch ihre Stimme erheben, dann trauen sich halt auch viele andere, die jetzt noch nur zuschauen, auch mal irgendwann hier laut ihre Stimme zu erheben. Also von daher, kommt, hey, hat keiner Lust, noch was zu sagen? Erzähl mal es gleich. Willst du was sagen? Du kannst das gerne beim Mikro machen. Also das Problem, was wir hier haben, ist ganz einfach. Wir sind preußischer als wir Männer. Das heißt, es gibt im alten Preuße, ich sprich dort vom beschränkten Unertanenverstand. Und das kriegt man die Deutschen so schnell einfach nicht raus. Und das müssen wir ändern. In Frankreich, in Italien, man denkt erst, die gehen auf die Straßenmacher Randale. Ob das was bringt, ist was das anderes. Je mehr in Deutschland demonstrieren wollen, geht es kaputt. Okay, es ist kaputt, dann gehen wir hin und hoffentlich hat das keiner gemerkt. Und das geht mir auf den Nerven, ganz einfach. Hey. Jo, alles klar.